So, was haben wir noch für dich? Wir haben hier zum Beispiel so einen Schutzring plus 2. Damit hätten wir dich schon auf 4. Und wir haben noch die blaue Rüstung, die du tragen können müsstest. Wo ist die denn? Da. Damit bist du auf 5. Es ist krank. Warum kommen sie so hoch und wir alle krüppeln bei so lächerlichen Werten rum? Sie sind 11. Und sie kippt als erstes. Ja, ist ja auch egal. Ja, das ist alles, was wir dir momentan als Ausrüstung anbieten. Ich warte auf euren Ja, Befehl. Ist schon geschehen. So, dann holen wir uns mal Breaga Brahma. Ja, meine geliebte Eri kommt auf mich zu. Du ertappst ihn, wie sie dich von oben bis unten abschätzt. Sie fühlt sich bemerkt. Sie fühlt, dass du sie bemerkst. Sie grinst, schleicht sich um. Ein Grinsen schleicht sich um ihren Mund und sie dreht sich langsam weg. Möchtest du nochmal mit uns reden? Wir umarmen dich mal. Ne, wir liebkosen deinen Hals. Eri erwidert deine Zärtlichkeit, greift deinen Oberarm und bedeckt dich mit Küssen zwischen Hals und Schultern. Ja, Hera sieht böse aus mit der neuen Ausrüstung. Das bin ich gar nicht von ihr gewohnt, dass sie gefährlich sein. Was bist du denn? Seemann. Und zwar in einem schicken Anzug. Ja, das sieht echt gar nicht schlecht aus von den Details her. Gut, das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber ich hier in der Originalauflösung kann. Also das sah richtig gut aus. Man konnte sogar so eine Dingens hier erkennen. So eine Schleife hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie nennt sich das denn nochmal? Doch, das nennt sich, glaube ich, sogar Schleife. Dieser komische, knotige Schlips. So, hier treffen wir Breaga. Das habe ich euch ja nicht gezeigt. Ja? Nun schau sich einer an, wer auch den Weg hierher gefunden hat. Seid ihr endlich aus dem verdammten Keller rausgekommen? Ja, wir haben es geschafft, aber immer nicht. Ach so, er denkt noch, dass wir ihn einfach weggeschickt haben. Ja, das ist ein Fehler im Dialogsystem, sagen wir es mal so. Wir sind ja mit ihm aus Gehäuse, also gehaust, Kerker, ja, Kerker ist gut, Kerker geflohen. Und er denkt, wir hätten ihn einfach direkt weggeschickt und er hat sich hierher gefunden. Aber eigentlich sind wir mit ihm rausgegangen und hier sogar schon rumgelaufen. Ja, wir haben es geschafft, aber immerhin nicht. Ja, sagen wir das einfach mal. Immerhin, was ist passiert? Ist dir etwas zugestoßen? Präger auf den neuesten Stand bringen. Verhüllte Magier. Eine entführte Freundin. Zu schade, dass ich nicht dabei war. Du warst dabei. Ich hätte denen schon Manieren beigebracht. Hast du aber nicht. Was habt ihr nun vor? Ich werde hinter ihm und her und die da raushauen. Ich werde mit diesem Irenikus noch ein paar Worte wechseln. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht genau. Wir werden ihn wohl da rausholen. Das dachte ich mir. Wenn ich euch begleiten soll, dann müsst ihr ein Wort sagen. Das wäre mir lieb, Kollege. Dann lasst uns aufbrechen. Auf bald, Kornbell. Auf bald, Bräger. Ihr wisst, wenn ihr mal einen Platz zum Unterkommen braucht, meine Tür steht immer offen. Ich danke euch, Meister. Nicht zu bescheiden. Ihr seid der Erste seit vielen Jahren, der meine Arbeit wirklich zu würdigen wusste. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen, mein Freund. Als dann, Schildkröte. So, wir schmeißen hier unseren wütenden Zwerg raus, entfernen. Tschüss, war schön mit dir. Geht's jetzt noch Brechen wir weiter? auf? Brechen Nein, wir ich denke, wir auf? sollten jetzt getrennte Wege gehen. Ah, ich muss erstmal meine Füße hochlegen. Wenn ihr mit eurer Rumgeeier fertig seid und eine Runde ernsthafte Tour ansteht, dann könnt ihr euch ja nochmal melden. Bis dann erhole ich mich ein bisschen in der Kupferkrone. Na gut, wir werden uns, meine Erinnerung sollte es euch da aufsuchen. Das könnt ihr doch nicht machen. Wartet hier, Korgan. Wir holen euch schon wieder. Nein, geht in die Kupferkrone. Dann weiß ich wenigstens, wo ich dich finde. So, wir können erstmal. Was Oh, gibt zock. es? Ein Teil des Buches über Veronas Axt. Schildkröte, wir müssen die Augen offen halten. Vielleicht gibt es noch weitere. Ja, er hat bemerkt, dass wir dieses Schriftstückchen hier gefunden haben. Das hier. Zwergisches Textfragment. Das geben wir einfach ihm. Weil da so viel Leben her. Wieso hat er Schaden? Ist ja egal. Wir geben ihm erstmal seine komplette Ausrüstung. Was ist denn das hier noch? Lederrüstung.
plus 5, Rüstungsklasse 3, im Schatten verstecken 20%. Wow. Nettes Gerät. Wirklich. Hier deine Axt. Mantel plus 1 brauchst du vermutlich eh nicht. So, Erik, können wir noch mehr Kram geben. Wir haben auch noch die guten Sonnenkugeln. So, das geht auch noch an dich, schätze ich mal. Was ist das denn hier? Ach ja, was ist denn das? Kettenhemd. Fällt das besser als das Ding, was wir haben? Bräger, hier nimm Zweihänder. Ist ja egal, wir können ja erstmal alles hier anlegen, wie gewohnt. So. Ja, er ist schon viel besser als der andere Zwerg. Nein, das nicht gerade, aber... Er hat noch nicht seine Stufe 10, weil er jetzt nicht bei uns war. Das macht aber nicht. Der hängt jetzt halt ein bisschen hinterher. Das fällt später eh kaum auf. Es fällt auf, aber kaum. Bei Yahira wird das viel mehr auffallen, weil die noch viel öfter weg sein wird. Ich werde dabei, ihn auszurüsten. Ja, ich bin schon wieder ganz in den Menüs zur Verwirrung. Ihr versteht schon. Genau, der Kettenpanzer. Wo war der denn jetzt? Hier war der. Ja, schickt von außen aus. Identifizieren, Zauber. Dunkelkettenhemd plus 3, Rüstungsklasse 2, Feuerwiderstand 20%. Na, ich schätze, der wird nicht so gut sein. Nee, da fährt der Feuerwiderstand. Aber nicht getroffen werden ist schon mal mehr, den können wir dann einfach mal verkaufen. Was haben wir denn hier noch? Zweihänder, Sonnenkugeln, haben wir auch genug. Die können wir einfach mal hier hinpacken. Besser ist das. Hier haben wir noch eine normale Schleuder plus 3. Werde ich behalten, weil die Kugeln benutzen kann, die manchen Gegnern Schaden machen. Ja, das sollte er nicht. Das zu Yoshimo, bitte. Das geht dann nicht rein. Wo gehört das? Was ist das denn? Kapellenschlüssel. Hä? Wo haben wir einen Kapellen? Behalten wir einfach erstmal. Gewitterbolzen. Lassen wir da liegen. Hier ist noch anderes Zeug. Ja, Minsk hat leider keinerlei sagen. Was ist das denn hier noch? Identifizieren. Ah, wir haben keine Zauber mehr. So, das. Was ist denn das für ein Ding? Zweihändige helle Bade. Können wir eh vergessen. So. Aus Prinzip werde ich jetzt in den Laden gehen. In diesem Laden. Also ich würde jetzt zum Abenteuer allerlei wohl aufbrechen, weil ich gerade nicht... Eri ist mal wieder gehindert. Ja. Ich warte. So, geht mal hier in die Richtung. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, dahin. So, ich werde Ausrüstung verkaufen, die wir nicht mehr brauchen und vielleicht mich nach neuen Ausrüstungsgegenständen umsehen. Du läufst uns hinterher. Nein, du bist nur eine Bürgerin, du läufst uns nicht nur hinterher. Ja, Hera, was machst du da? Ah, du drehst dich wieder um, ist ja sehr interessant. So, wenn wir dann hier sind und vom Abenteuer allerlei gehen, werde ich euch verabschieden. Boah, ich habe halt so viel aufgenommen, ich denke, glaube ich, also, ich habe ja nicht nur die Aufnahmen hier gemacht, sondern noch ein paar andere. Ich habe bestimmt genug für die nächsten 2 Wochen und brauche erstmal nicht aufnehmen. Das wird schön. Ich habe eh keine Zeit im Moment. So, wir gehen in die... wir können auch alles in den Slum... Ja, wir verkaufen alles in den Slums, weil wenn wir zur Wokanis Promenade gehen, brauchen wir immer 20 Stunden Reisezeit. Weswegen auch immer wegen einem Fehler in der Modifikation oder ich weiß es nicht. Ja, wir gehen da einfach rein. Was wollt ihr? Schildkröte, kann ich mal kurz sprechen? Sicher, was gibt es, wenn es nicht zu lang dauert? Hat das nicht Zeit? Sicher, was gibt es? Ihr wollt diesen Dürger aufsuchen, nicht wahr? Das hatte ich vor, ja. Früher oder später schon. Ja, das hatte ich vor. Das hatte ich mir gedacht. Ihr wisst, wie ich zur Dürger stehe, Schildkröte. Allein bei dem Gedanken, dass sich einer hier in der Nähe aufhält, juckt mir meine Axt in den Händen. Wir müssen einen Handel mit ihm machen, Bränger. Ihr werdet euch zurückhalten müssen. Wenn wir haben, was wir wollen, dann gehört er euch, Bränger. Ja, das ist das, was ich hören wollte, Schildkröte. Ja, jemand folgt uns. Seht ihr? Hey da!